Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu kleinen Demo zu PT. Und das ist eine Demo zum neuen Silent Hills. Das Ganze wird diesmal als Reboot gemacht von Hideo Kojima, den man ja überwiegend von Metal Gear Solid kennt. Mit dabei ist Del Toro, Guillermo, ich weiß nicht genau, wie sein Vornamen ausgesprochen wird, es tut mir leid. Es ist ein mexikanischer Regisseur, der unter anderem Pacific Rim gemacht hat, und als Hauptfigur im Spiel soll Norman Reedus, oder Reedus, wie wird der ausgesprochen, ich weiß es gar nicht, fungieren, den wahrscheinlich einige von euch aus The Walking Dead kennen oder Der blutige Pfad Gottes, ja. Das Ganze wird hier als kleine Teaser-Demo präsentiert, deswegen PT, Playable Teaser, heißt nichts anderes als eine Demo, und soll das finale Spiel jetzt nicht widerspiegeln, ja, soweit ich das gelesen habe. Es soll auf jeden Fall kompromisslos sein, habe ich gelesen, das heißt, es wird keine Rücksicht genommen auf die Leute, ja, wir schocken, es geht nicht mehr, auch wenn ihr den Controller zur Seite legt, wir nehmen da keine Rücksicht drauf, haben sie gesagt, und zudem soll diese Demo extrem schwer sein, und das sind ja super Aussichten für mich. Ich denke mal, wie gesagt, die Demo soll jetzt nicht das endgültige Spiel darstellen. Erstens haben sie gesagt, wird die Grafik nochmal aufpoliert. Die wollten einfach, dass das so ein Indie-Horror-Spiel ist. Deswegen haben sie das auch nur PT genannt. So ein bisschen als Tarnung oder sowas, habe ich das verstanden. Zum anderen kennen ja vielleicht einige von euch die Silent Hill Games, und die sind ja meistens aus der Third-Person-Sicht, das heißt über die Schulter und so weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass das finale Spiel auch dann damit sein wird, ja, mit einer Kamera über die Schulter, weil warum soll man ein Spiel, was aus der Ego-Perspektive spielt, warum sollte man da einen Schauspieler engagieren? Und, sag mal, ist der Video nicht gerade schon durchgegangen? Ja. Ich bin sehr gespannt. Erstmal ohne Witz, es kommt mir gerade so vor, als wäre ich im Kreis gelaufen. Ja. Auch das ist typisch wieder Silent Hill. Viele verschlossene Türen. What the fuck? Ich muss mal eben ganz kurz. Kann man das irgendwie schneller machen oder sowas? Okay. Das ist extrem langsam. Okay. Ja, für die Leute, die jetzt sich fragen. Scheiß, die waren dann. Wo man das Spiel herbekommt. Im Moment gibt es das nur auf der PlayStation. Auf der PlayStation 4. Und also im deutschen Raum zumindest, habe ich gelesen, nur wenn man PlayStation Plus hat. Und dann geht einfach mal unter die Demos, dann solltet ihr das finden. Ich habe gesehen, im Ausland ist es, glaube ich, kostenlos. Also ohne PlayStation Plus erhältlich. Allerdings auch, wie gesagt, nur PS4, ja. Und jetzt sind die Kommentare freigegeben. Gibt es das auch für Xbox One und so? Im Moment nicht, soweit ich das gelesen habe. Aber die Frage wird so oder so kommen, weil niemand zuhört. Weil es immer wieder Leute gibt, die nicht zuhören können. Willst du mich verarschen? Ich erwarte es ja schon, sobald ich mich umdrehe, dass da irgendwas steht. Das ist ja ganz klar. Okay, die Tür da hinten ist offen. Ich fühle mich extrem eingeschränkt gerade. Weil es sich echt langsam bewegen lässt. Und wir laufen tatsächlich im Kreis.
fette Kakerlaken. Wow, wow, wow. Scheiße, Mann. Ich kann nur gerade nichts machen, also... Egal welchen Knopf ich drücke, der macht nichts anders. Hat mal jemand auf die Zeit geachtet, ob die immer gleich ist? Das haben wir gerade erst ein. Wow, wow, wow. Oh, scheiße, die wandern, Mann. Ich bin so schreckhaft, Oh Gott. Wer bei mir vielleicht Outlast gesehen hat, weiß, dass ich mir bei sowas immer direkt in die Hosen kacke. Dementsprechend haben sie auch gesagt, wie gesagt, es soll wie ein Indie-Horrorspiel rüberkommen. Deswegen, was machen die Indie-Horrorspiele mittlerweile so oft, dass es echt langsam langweilig wird? Immer dieses aus der Ego-Perspektive und Jumpscares. Ich erwarte auf jeden Fall jederzeit einen Jumpscare. Da ist ein Baby drinne. Ich komme da nicht rein. Die Haustür war auch verschlossen gleich. Okay. Ich wollte nur mal kurz gucken, was das Touchpad macht. Oh Leute, ich weiß, gleich kommt irgendwas. Kann ich's machen, Mann? Ah, ich kann ranzoomen, okay. Warum kommen da so viele Kakerlaken raus? Oh, fuck, 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 der Sound wird immer lauter. Ich bin nicht gemacht für sowas. Scheiße. Ich habe auch irgendwas gelesen von wegen, es soll hier Rätsel geben oder sowas. Aber ich wollte jetzt mir auch nicht alles durchlesen, weil ich das schon gerne mal ein bisschen alleine erforschen würde. Aber ich sehe hier auch keine Unterschiede oder so. Oh shit. Oh shit. Oh shit, gleich passiert was. Wow, 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 wow. Wie viel Kakerlaken hier sind, sag mal. Was ist hier los? Gleich passiert was. 100%. Okay. Obwohl ich muss schon sagen, also die Spiegelungen hier auf dem Boden sehen ganz nice aus. Auch die Lichtstimmung ist ganz cool gerade. Yo, Bruder, bleib ruhig. Die Taschenlampe nehmen oder sowas? Ich drücke echt alle Knöpfe, aber da passiert echt beim besten Willen nichts.
Ah, er nimmt sie jetzt. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Okay. Ach du. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck, was ist hier los, Mann? Scheiße, Leute. Wow, 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 wow. Oh fuck, man sieht noch den Herzschlag sogar. Schade, der Spiegel ist zu sehr verdreckt, dass man Normen sehen könnte. Oh Gott, Leute.